Hallo, ich heiße Tom Zielen. Ich bin hier, arbeite hier im Jugendkulturzentrum Spirale in Berlin-Wilmersdorf. Und in meiner Arbeit, man arbeitet ganz viel mit Vielfalt zu tun, da unser Haus ein Jugendkulturzentrum ist und hier auf vielfältige Art und Weise Jugendliche und Kinder und auch andere Leute die Möglichkeit haben, kulturell aktiv zu sein und sich kulturell auszuprobieren. Bei uns ist es jetzt speziell Musik, Tanz und Theater. Und also unser Schwerpunkt ist Musik und da gibt es auch nochmal eine relativ große Vielfalt an Möglichkeiten hier. Und das ist was ich aber also in meiner Arbeit beobachte und was ich sehr, sehr wichtig finde, aber was man eigentlich auf das gesamte Leben, die gesamte Gesellschaft übertragen kann, ist, dass Vielfalt eins der wichtigsten Güter eigentlich ist, der Menschen in der Gesellschaft in allen Bereichen ist, ob es kulturelle Vielfalt ist, ob es Vielfalt ist an Möglichkeiten, sei es auch so Sachen wie vielfältiges Essen oder so. Wir leben jetzt ja hier in Berlin an einem Ort, wo man auch ganz viele Möglichkeiten hat. Und das ist was ich sehr schätze und sehr liebe und wo glaube ich, alle Menschen von diesen Möglichkeiten Gebrauch machen. Und das ist, sei es zum Beispiel beim Essen oder so, die Vielfältigkeit der Geschmäcker oder was es für Möglichkeiten gibt. Und das ist was wir uns unbedingt bewahren müssen. Also das ist was unbezahlbar und das ist ein richtiger Reichtum. Also Vielfalt ist ein Reichtum, der nicht mit Geld zu bezahlen ist, sondern es ist was einfach ein Lebenselixier für alle Menschen ist. Die Möglichkeit haben, vielfältig zu sein und damit, die Voraussetzung dafür, dass man offen ist, dass man einfach neuen Dingen auch offen gegenübersteht und sich nicht verschließt, sondern wirklich auch mal sich was traut, was Neues zu probieren, experimentierfreudig ist und einfach auch diese Vielfalt zulässt.